Wir müssen das daher. Egal, einfach drauf da. Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin Let's Plays. In diesem Part werden wir den Dämmerungszweig Geburtsort des Bösen machen. Das auf Held, würde ich sagen, und damit weiter geht's. So, weiter geht's jetzt hier. Also gut. Ikora? Finch? Ach so. Hört mich jemand? Hallo. Wir sind an der alten Wurmblutanlage angekommen. Der Huhn hat seine Präsenz schon wieder erhöht. Hey, ich bin da. Also auf zur dunklen Stadt und dann halt eben da weiter. Überladung. Ja gut, da findet mir nichts wirklich was. So. Jetzt hier auf den da und dann können wir auch so weiter. Das funktioniert von mir auch noch. Bringt mir nichts, weil ich halt eher so ein anderen Champion brauche, um den zu betäuben. Als noch mal so, die mit den Quadrat-Dingern. Ja, komm, was mache ich hier für Fehlerkarte? Das ist so nicht schön. So, finde die dunkle Stadt. Ja, wirklich. Und ich dachte, man sollte sie nicht finden. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Aber naja. Na gut, nee, das kommt unpassend. Nein. Okay. So, kommt hier nochmal was. Oh komm! Wieso geht das so leicht? Ich verstehe das nicht. Warum zur Hölle kann ich hier die ganze Zeit sterben? So. Das sollte mir eigentlich gar nicht passieren, aber okay. Nein. Ja, komm. Ständig kommen diese Viecher zu nah. So. Ja gut, nee, wir kommen in die falsche Richtung. Schon wieder, ey. Sechs Viecher. So. Ja, das sollte passen. Ich noch schnell das Dolle an und weiter. Hallo, danke. So. Ja, finde den dunklen Stadt. Ja, super. Können wir auch mal neue Anweisungen bekommen oder wie sieht's aus? So. Na gut, ne, der geht daneben. Ja, gut, nee, schon wieder. Zielen einfach maximal verkackt. Ja, komm, nee. Ich will zu dem da wechseln. Ja, gut, jetzt bringt's mir auch nichts mehr. Echt. Nimm mich schön. So. Komm, weg. Nicht, der kriegt mein Antibarriere. Nee, Quatsch, das Antibarriere da. Unaufhaltsamer Champion, das war's. Dann kriegt man nicht mehr die Chance, den zu betäuben. Weil er zu langsam ist. Naja. Hier wieder ein paar von diesen hohen Käfig-Dingern da. Mit diesen Energieteilen drin. So, findet. Ja. Ich würde sagen, so langsam haben wir die doch.
Jetzt entweder das oder es reicht nicht, wenn wir gerade hier unterwegs sind. Wie zum Beispiel der Ort hier. Ja, gut. Vielleicht auch nicht gehabt und günstig, aber andererseits will ich einen besseren Shot haben. Ja. Und weiter geht's. Okay, das war vielleicht extra dumm, hier sofort drin. So. Und das ist auch nochmal kein Anti-, genau, kein Anti-Barriere, ich würde sagen, kleine Überladungs-Champion, oder? Ich würde jetzt sagen, das ist ein Überladungstyp. Und schon wieder ging das nicht klar. So. Also irgendwas hat gerade auf jeden Fall schon effektiv funktioniert. Naja. Nur diese Präsenz hier und dann können wir einen zweiten durch hier machen. Und halt erstmal. So. Ja, alles hier aufbauen. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Nö. Und weiter. Und das war jetzt extra dumm, aber naja. Naja. Und Schädlingsbekämpfung. Ja, super. So, das soll die explodieren. Wir haben jetzt auch hier den Portalwächter. Genau, Schädelwächter. Und dann können wir hier weiterkommen. Der nimmt auch ein bisschen zu viel Schaden, würde ich sagen. Also entweder das oder keine Ahnung, kommt mir nur so vor. Naja, was soll's. Ab weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen jetzt wirklich sehr schnell durch. Zumindest bis jetzt mal. Ja, komm, nachladen. Schnell drauf da. Ja. Und nochmal. Und zwei Betäubungen. Also ich schaff's mit den Strikes jetzt zweimal jemanden zu betäuben. Also werden die anderen auch drauf gehen. Das ist auch mal was. Ja gut, das ging zu früh, ne? Ja, sag ich ja. Ja gut, das braucht zu lang. So. Dann hier. Den weg. Hallo. Danke. Ja gut, das. Wenn ich jetzt weiß nicht ganz sauber, aber naja. So. Und dann hier auf der Seite auch nochmal. Okay, ne, jetzt habe ich. Ja, jetzt geht gerade nochmal gut. So, warum explodieren die. Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen. Dann ab zu ab rüber zum Black Soul hier. Ich lasse das schon wieder den Namen. Das ist. Ach so, sagt ich nie wirklich verstehen werde, warum Leute so Namen machen. Aber danach selbst selber kann man ja auch bei mir sagen. So. Und ab hier weiter. Na gut, gehen jetzt. Und hallo. Ja gut, jetzt geht's überhaupt nicht mehr. Sag ich ja. Na dann holen wir die Korrumpierung und dann können wir hier weiter. So, ab zur Brutkammer und hier auf den Weg zum Boss. So. Ja komm, der war zu niedrig. So, das Ganze brauchen wir hier nur die Räuber auszuschalten, als die Einzelnen, die wirklich Schaden machen können. Ja komm, natürlich one-shotted, ja. Das ist eigentlich eine Rüstung, die der hat.
Na, keine Ahnung. So, dann ist bei denen hier fertig und dann können wir uns um den anderen Gesellen hier kümmern. So. Und da ist ja noch so einer, der jetzt gerade erst noch die Schnauze bekommen kann. Ich hab irgendwie gedacht, der wäre ein bisschen kürzer, als das dann auch eigentlich ist. Aber wird auch nicht. Naja, egal. So, ab drauf da. Okay, das läuft jetzt hier nicht so. Ja gut. Ja gut, du hast zwar jetzt klar, dass ich da sterbe, aber... Trotzdem, ja, zumindest ist mein Teil von dem Feld hier aufgeräumt. So. Ja, weiter geht's. Ich finde die Brutkammer ja wirklich. Das sind so ultra einfache Aufgaben. So, ich glaube, die hätten wir jetzt mal so langsam. Na, geil. Der kommt ja jetzt eh noch von. So. Direkt schon mal ein paar Granaten an den Füßen und so. Kennt man ja. Und dann etwas schön auf Nahkampf. Hallo. Danke. Ja. Genau. Und ab wieder durch die Korridore hier. Jetzt einfach vorbei an den Gesellen hier und dann soll das schon klappen. In etwa so wie ich gerade hier mache, ich wollte den gesamten Team vorausrennen und dann halt den Wächter am Ende erledigen. Und vor allem funktioniert das natürlich auch noch. In etwa so. Sieht man ja. Ne. Ja komm, ein Schiff. Ne, jetzt hat er nicht durch die Wand geguckt. Ey, das ist doch nicht. So, nochmal. Ja, komm. Danke. Und weiter. Oder wir können nicht gerade viel Schaden dadurch. So, immer den Champion und dann hätten wir nochmal ein Hindernis weg. Genauso wie die Gespenster hier. Okay, nochmal. Und jetzt hier wirklich, weg mit euch. Und, ja, komm daneben. Warum kriegt der nur so wenig Schaden gerade hier? Aber die will ich jetzt nicht benutzen. Oder doch? Komm. So, hier schön drauf, ja, und dann soll das gleich platzen. In etwa so. Ja, okay, der ging komplett daneben. So. Die sollten mich eh nicht wirklich springen. Ja, zumindest nicht alt genug, um mich töten zu können. Oder doch nur. Ja, schon wieder so einer. Ja, komm. Wie schafft es hier immer so komplett überall zu sterben? Richtig Deadweight hier. Und vor allem, die können hier problemlos weiterkämpfen. Ich mach's gleich und du kannst nicht. Naja, was soll's. Auf in die letzte Phase. Ja, komm. Nein. So. Jetzt hier aber.
Zwar absolut nicht effektiv, aber was soll's. So. Und tschüss. Ja. Okay, wir kommen erst mal her. Egal, einfach drauf da. Gib mal den auch. Wir haben den Hohn vollständig ausgeschaltet. Ja. Oh, schön. Das ist super. Danke, dass ihr euch darum gekümmert habt. Ja. Ich behalte den Ort im Auge, falls sie zurückkommen. Ich weiß nicht, was die Thronwelt ohne euch tun würde. Bestimmt. Wie auch immer, damit würde ich dann auch sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.